Hallo? Ja, hallo, um 5:40 Uhr morgens. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut, und dir? Ja, Alhamdulillah, du wolltest den Islam annehmen, du hast schon Alhamdulillah alles auf der Zunge, höre ich, merke ich. Ja, das habe ich. Das liegt aber auch nur daran, weil ich Kannst das mir Gebet. danach erzählen, kannst mir danach erzählen. Lass uns erstmal die Shahada sagen, okay? Inshallah, dann kannst du mir danach. Gehen wir das erstmal durch. Du hast ja die Videos angeguckt, die ich dir gesagt habe. Du weißt auch, wie das funktioniert. Willst du die Sche Du Ja, weißt, ich hab mir das Video, was du mir geschickt hast, angesehen, in der Tat. Du hast ja gesagt, ich sollte das auswendig lernen, schon mal. Ich bin kurz daraufhin eingeschlafen und ich habe das gar nicht auswendig mehr geschafft zu lernen. Und auch wo ich Okay. hier geschrieben habe, war ich gerade mal 2 Minuten wieder wach geworden. Okay. Ich Gut, hoffe, dass ich sag's dir einfach vor, okay? Ich sag's dir einfach vor. ja, können wir gerne machen. Okay, ich sag's dir vor. Pass auf. Ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Das heißt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und ich bezeuge, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Bedeutet, genau zusammengefasst, also ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dass ich an das glauben muss, womit er gekommen ist, das heißt der Koran und seine Aussprüche, die authentisch von ihm überliefert wurden, dass ich mich an das halten muss, was er bestimmt hat, dass ich das als verboten ansehen muss, was er verboten hat, und dass ich akzeptiere, dass ich Allah nur so anbeten darf, wie er es gezeigt hat. Du scheinst dich ja damit schon ausführlich beschäftigt zu haben, kannst mir nachher erzählen. Damit bist du einverstanden, ja? Ja, selbstverständlich. Okay, gut. Dann sprich mir jetzt nach das Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah mit der Absicht, den Islam jetzt anzunehmen, okay? Das heißt, jetzt, o Allah, spreche ich das aus und will deinem Weg folgen. So nach, mit dieser Absicht, okay? Alles Ich klar. sag's dir vor. Eschedu Esche du en en le le ilahe ilahe illallah illallah wa wa eschedu esche du enne enne Muhammeden Muhammeden Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Masha'Allah, jetzt bist du Muslim geworden, Alhamdulillah. Ja, So Alhamdulillah, endlich. schnell ging das. Obwohl, das hat bei dir wahrscheinlich etwas länger gedauert. Wie kommt das? Pass auf, ich schicke dir gleich noch eine Nummer. Was heißt eine Nummer? Ein Link. Da kriegst du eine Bestätigung, du kriegst auch so Bücher und sowas zugeschickt. Du wohnst in NRW, richtig? Ja. Welcher Großstadt, wenn ich fragen darf, oder in der Nähe Also, von welcher Großstadt? ja, also in der Nähe von Dortmund, Köln wohne ich. Also ich komme aus Hagen. Aus Hagen, okay, alles klar. Gut, super. Ja, guck mal, ich schicke dir dann nachher noch einen Link. Wie bist du zum Islam gekommen? Also kurz zusammengefasst die Geschichte. Ja, also ich bin als evangelischer Missionar aufgewachsen, tatsächlich. Wahnsinn. Ja, also frei evangelisch, sogar Oh, sowas wie protestantisch. Ich weiß nicht, sagt ihr bestimmt was, ne? Freikirche, natürlich, subhanallah. Ja, Die genau, frei. schlimmsten Feinde der Muslime sozusagen. Also ich glaube, kaum einer versucht so gegen uns Lügen zu verbreiten, wie, ich will jetzt nicht von jedem Einzelnen dort reden, aber wie aus dieser Richtung, subhanallah. Ich denke gerade, ich höre nicht richtig, subhanallah. Ja, das ist, und das Kuriose ist auch, wie bin ich dazu gekommen? Das war so, also meine Mutter, die war selber auch frei christliche Mission, also sie war wirklich Missionarin. Ich muss es korrigieren, ich bin als Kind von einer Missionarsfamilie groß geworden. So meinst du das? Okay, ja. So meine ich das. Ich bin als Kind von einer Missionarfamilie groß geworden. Ich habe auch ja, den Glauben damals auch so halt ausgelebt, ne, weil ich das so gelernt habe und auch mitbekommen habe. Meine Mutter war auch mit einem Pastor verheiratet, sprich mein Vater.
Ja. Nur sie ist dann 2014, meine ich, war das, selber zum Islam konvertiert. Deine Mutter. Ja, die ist leider schon Ende 2021 an einem natürlichen Tod verstorben. Sie hatte eine Subhanallah. schwere Krankheit gehabt. Subhanallah. Na, die ist leider schon weg, Bruder, also. guck mal, Bruder, ehrlich gesagt, deine Geschichte, die ist sowas von interessant. Lass uns die einfach nochmal separat aufnehmen, okay? Weil die ist ja wirklich der absolute Hammer, Bruder, und die Zeit läuft gerade ein bisschen ab. Pass auf, weil das ist zu hart. Das merke ich jetzt schon. Das ist jetzt nicht irgend so eine 0815 Geschichte in Anführungsstrichen. Natürlich ist jede Geschichte. Aber hör mal, die Geschichte möchte ich nochmal separat aufnehmen, okay? Ja, das können wir Damit wir gerne machen. da ein längeres Video auch draus machen. Das ist zu cool, ehrlich gesagt. Guck mal. Ich schicke dir gleich diesen Link. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Guck mal. Du kannst jetzt noch nicht auf die islamische Art und Weise beten, gehe ich mal von aus. Ja? Guck mal. Bei dir wird wahrscheinlich innerhalb von den nächsten. Aber du bist jetzt Muslim geworden. Verstehst du? So, Alhamdulillah, Alhamdulillah, guck mal. Nimm jetzt Das stimmt. eine Ganzkörperwaschung. Das heißt, dass ich komplett abwäsche, am ganzen Körper, auch Mund und Nase ausspülen. Und dann betest du auf eine Art und Weise, so wie du es kannst, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Auf die Best, weil du kannst jetzt nicht in 15 Minuten das Gebet lernen. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn du dich komplett abwäschst, Mund und Nase ausspülst, bist du rein erstmal von der großen Unreinheit, ja? Und dann betest du so, wie du beten kannst. Verstehst du, wie ich meine? Zu Gott in dieser Zeit noch, ja? Ja. Andere Sache ist, du hast zwar jetzt die Absicht noch nicht gefasst, heute zu fasten, ne? Aber du bist jetzt, ne? Genau, das stimmt. Aber du bist Muslim geworden und diese Zeit ist eigentlich jetzt eine Zeit, wo man nicht essen und trinken darf. Ja? Das heißt, halte das trotzdem durch. Du konntest das nicht anders machen als jetzt. Natürlich die Niyya, die Absicht ist eigentlich zu spät, aber du hast ja jetzt gerade erst den Islam angenommen. Verstehst du, was ich Ja, meine? davon abgesehen, ich muss sowieso essen, auch wenn ich fasten wollen will, weil ich hatte Ach vor so. kurzem noch, ich hatte eine Ach so, Operation, okay. Ja, nee, hatte dann ist was anderes. Dann hat sich das sowieso erledigt. Bei Krankheit ist man ja entschuldigt vom Fasten. Dann ist okay. Dann ist okay. Gut. Kein Problem. Gut, wollte ich dir nur gesagt haben, ey, und wir müssen unbedingt miteinander reden. Am besten so Ja. schnell wie möglich. Aber die Ja. Geschichte, die möchte ich mir nicht entgehen lassen, okay? Sehr interessant. Da steckt auch so viel Hintergrundwissen, Ja, also ja. noch so, wo alles passiert. Das ist eigentlich eine sehr intensive Geschichte. Ja. Eigentlich müsste man das so richtig mal. Da müssen wir verfilmen nachher. Inshallah. Muss man das verfilmen? Das ist echt kinoreif, Inshallah. weil ich habe echt so viel durchgemacht, noch gelebt. Das war selbst etwas, was so gar nicht eigentlich Ja. üblich ist, vor allem nicht, wenn Ja. man so offen zu ihm steht. Deswegen lass uns das nochmal separat besprechen, weil die Zeit läuft gerade weg. Und es ist ja auch jetzt gerade 5:48 Uhr, verstehst du? Lass uns das einfach in aller Ruhe heute oder morgen oder so nochmal aufnehmen, okay, Bruder? Was können wir machen? Dann wünsche ich Kein dir was. Ich wünsche dir was. Wir hören uns inshallah, okay? Und hat mich riesig gefreut. Das war Mich eine, auch. das, ich, und ich freue mich schon auf das Gespräch, inshallah. Ich erlaube mich auch, ja. Okay, bis dann, ne? Assalamu alaikum. Ja, alaikum salam, ciao.